Hallo und wieder herzlich willkommen zu Spider-Man, der Putzteufel. Wir haben in der letzten Folge dieses Schlachtfeld voller Giftgas entdeckt und das machen wir jetzt definitiv sauber. Boom! Das funktioniert! Nur noch ein paar Fässer. Ey, jetzt schwing dich doch einfach hoch. Das letzte. Was? Alter. Jetzt verdammt doch mal. Willst du dich verarschen? Komm schon. Ich werde wahrscheinlich sterben beim Versuch, mich irgendwo ranzuhängen. Okay. Ich brauche noch ein... Alter, leck mich doch, Fette. Das sollte eigentlich eine ganz schnelle Sache sein. Das war's. Wenn ich das Gitter mit Netzen versiegle, wird nichts mehr abgeleitet. Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation offen bleiben muss. Das ist extrem eklig. Warum stehen hier Giftmüllfässer auf dem Dach? Was soll die Scheiße? Gut. Hey, das ist eine Fistbaustelle. Alter, bin ein bisschen K.O. Das ist halt schon echt fies teilweise. Macht aber gar nichts. Ich würde sagen, wir rosten nicht ein. Wir gehen direkt zur nächsten Mission. Ja, ich würde auch sagen, wir machen mit dem schöpfchen, mit diesem unglaublich geilen Anzug mal weiter. Ich mag den, der hat was. Hey, dieser Bandenkrieg zwischen den Dämonen und Fisk verschärft sich. Ich weiß, sogar Shocker mischt damit. Er erledigt Aufträge für die Dämonen. Die meinen es echt ernst. Wollen sie Fisk einfach ersetzen? Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Es gibt halt immer noch einen noch böseren. Darf man nie vergessen. Hat man ja früher mal beim Sport gesagt, ne? Wenn du gut bist, es gibt immer einen besseren. Darfst du nie aus den Augen verlieren. Und dich von allen Dingen dadurch nicht kleinkriegen lassen. Oh. Warte mal. Daily Bugle. Der Daily Bugle. Eine tolle Zeitung. Besonders seit Jameson im Ruhestand ist. Wer hätte damit rechnen können? Alter. Hoch! Ich fing mir eine Kugel von den Cops ein, als sie dachten, ich mache mit Electro gemeinsame Sache. Gut, dass Schulbücher so dick sind, aber schade, dass sie so viel kosten. Heftig. Oh, wir haben schon wieder einen neuen Anzug? Nee. Wir haben neues Zeug. Was haben wir denn da Schönes? Verringert den Effekt von Blend- oder Betäubungsgranaten. Hey, Spoiler, die haben wir noch gar nicht gesehen. Und was haben wir hier? Netzangriffe generieren mehr Fokus. Oh, cool.
So. Hier, der Noir hat auch was. Sieht irgendwie aus wie ein Dauerverbrecher. Und der hier so ein bisschen, ja, komm. Ich ziehe mir mal irgendwas an. Immer noch den Punker. Ich finde, ohne der Weste würde der cooler aussehen. Ah gut, okay. War halt der Stil so. Ja, und der sieht halt sehr mechanisch aus, definitiv. Und der erst recht. Ja, also ich finde, wie gesagt, den neuen tatsächlich am hübschesten mittlerweile. Aber den wird man wahrscheinlich nie wieder sehen, außer in diesem Spiel. Ja komm, wir bleiben mal erstmal bei dem hier. Einfach nur, weil wir ja mit dem normalen Anzug halt immer spielen. Achtung Einheiten! Officer im Gefecht mit den Dämonen! Schüsse! Bitte nach Herrn Stax! Over! Jetzt sagen die halt auch schon Dämonen. Hoppala. Welches Gebäude ist denn hier so wichtig? Ah, okay. Das behalte ich. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Hauptmission. Egal wie viele Dämonen hier durch die Stadt rennen, wir machen das jetzt mal ganz bequem. Hauptstory. Und nehmen den Rucksack mit. Wer da hinten ist. Alle Einheiten, Raubüberfall auf gepanzertes Fahrzeug. Alle Officer bei Hell's Dax bitte bestätigen. Komm her. Die Ampulle mit Lizards Blut. Damit mixte ich ein Heilmittel, das ihn in Dr. Connors zurückverwandelte. Ah. Leider hat es nicht lang gewirkt. Schade. Aber schön, dass es so ein paar kleine Minis, sag ich mal, Mini-Anekdoten dazu gibt. Es gibt ja unglaublich viele Gegner von Spider-Man. Und nicht alle sind dauerhaft böse. Wuhu! Dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Man, Eagle 2, auf Position? Hier, Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Konzentrieren wir uns auf den Keller. Hat der Boss nicht überall Ausrüstung gelagert? Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Könnte man meinen? Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Ich hab Hunger. Vielleicht gehe ich mal zu dem Teil in Hell's Kitchen. Komm her, komm her, komm her. Wie sieht der Boss das Gelände schon? Sieht alt aus. Zu viele. Einige sind zu alt. Ja, ich weiß, dass es hier ziemlich viele Ablenken gibt, aber. Ihr zwei, Überprüfung fertig. Ich schnapp mir erstmal den hier. Ich dachte, du wärst so stark. Okay, der bewacht die Ecke.
ist der? Oh, weiter unten als gedacht. Oh, hey, ich hab dich gesehen. Wie soll ich denn den bekommen? Ah, so. Ah, die Klappe. Finde ich cool. Komm her. Gute Nacht. Okay, gut. Ich glaube, jetzt haben wir die Schützen erstmal ausgeschaltet. Hey, hoch mit dir. Da unten sind natürlich immer noch jede Menge. Aber die Scharfschützen sind schon mal alle platt. Woher denn? Zum Teufel. Verdammt, das war sicher Spider-Man. Okay, der ist down. Okay, was haben wir das Schönes? Wir haben den Aufprall, wir haben die Spinnendrohne. Wir nehmen mal hier, den hier. Boom. Okay. Den kriege ich so nicht. Schade. Okay. Nicht ganz so einfach. Ich muss mir was anderes überlegen. Okay. Wo haben wir... Bling. Klipp, 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 klipp. Da war was. Gute Nacht. Komm, hoch. Sorry, dass ich gerade so leise bin. Kennt das doch sicherlich auch von so von Stealth-Spielen. Da ist man dann immer sehr extrem auf der Hut. Und ich versuche gerade, mich so gar nicht entdecken zu lassen. Das wäre mega, mega nice. Ich mag solche Stealth-Sachen. Deswegen bin ich auch großer Fan von Metal Gear Solid tatsächlich. Allerdings muss man dazu sagen, eher so die alten Spiele. Also, Metal Gear Solid 5 ist zum Beispiel... Hopp! So gar nicht meins.
Tschüss. Sammy. Schlaf schön. Wieder hoch. Ich brauche Deckung. Tommy. Ja. Ich mach ihn kalt. Nach dir. Gut, das haben wir was Schönes. Er hat mich eingespannt. Hab was gesehen. Sehe nach. Wo ist der denn hin? Sehr schön. Der ist auch down. Okay, der klebt an der Wand. So, haben wir nur noch einen? Nee, zwei. Wir haben noch zwei Idioten. Zwei Vollspaten. Da, zwei Vollspaten, die darauf warten, von mir abgeknallt zu werden. Gut, haben wir den hier. Komm her. Okay, haben wir nur noch einen. Nur noch einen Vollspast. Komm her. Alter, das ist eine coole Sache. Das mag ich. Weißt du, nicht mal extrem durchprügeln wie sonst immer, sondern wirklich mal so ein bisschen auf heimlich tun. Und es hat funktioniert. Ist doch mega gut, oder? Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Ja, dann. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Bei deinem Elektrokasten. Guck mal, haben wir hier irgendwo ein kaputtes Fenster oder so? Ach, guck mal. Hier oben leuchtet da was Hübsches. Ja, ja. Extra ein bisschen ausgeleuchtet. Ja, machen wir mal auf, ne? Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Tja. Okay, wo ist die verschlossene Tür? Sehr gut. Ich würde sagen, die verschlossene Tür ist da hinten, wo es verschlossen ist. Moment. Wie? Können wir uns abseilen? Nö. Nö? Haut nicht? Schade. Wird langsam kühl hier draußen. Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopf-Klopf-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich hab nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Okay, dann nehmen wir einen Elektroschocker.
Mit dem Schocker kannst du jetzt Elektronetz herstellen. Zum Fortfahren. Ich hab's schon wieder vorgelesen. Zum Fortfahren X drücken. Halte X gedrückt, um das Elektronetz herzustellen. Achso, gedrückt halten. Sehr cool. Elektronik, Elektronetz freigeschaltet. Drücke nichts zum Fortfahren. Oh, was ist denn das? Was haben wir da? Das ist ja cool. Hat was. Ja, dann. Wählen wir mal unser Elektronetz aus. Biegen! Das Elektronetz ist super! Bastler, was? Jetzt noch Batman. Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Mhm. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstärktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Oh. Hallo? Oh. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Schau weiter. Ah. Bing. Das war's wohl? Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Hm. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Ah. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren. Die waren gerade noch nicht da, oder? Hm. Hier ist nichts drin. Gut, also wir spielen jetzt das süße kleine Suchspiel. Finde die Kratzer auf dem Boden. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Tu ich doch. Ist gut. Chill mal. Ja, hier zum Beispiel. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. War das der falsche? Ja, war er. Ich könnte Hilfe mit dem Aufzug brauchen. Ja, Moment. Gut, ich sehe nach. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Klingt gut. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hopp. Ja, klar. Hey, gute Landung und so. Ihr futtert nicht alle Donuts? Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich breche das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Da vielleicht? Ist sie offen? Nein, muss mit einem anderen Kasten verkabelt sein. Ah, ich sehe schon. Bing, 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 bing. Du bist schon lange hinter Fisker, was? Ersten. Perfekt! Was kann man so sagen? Und ja, ich bin schon lange hinter Fisker. Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt.
Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Okay. Da unten ist was. Ups. Wend gefunden. Ah. Geschafft. Bing. Aber ich wohl tot wäre, wenn ich mich darunter stellen würde. Sie hatten recht, Chef. Falltür. Ja, lol. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Klar. Ich sag dir, wie du es anhebst. 1, 2, 3. Kein Quicktime-Event? Okay. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komm nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Oh je. Dann, los geht's! Und wie kommen wir wieder hier raus? Das interessiert irgendwie niemanden. Aber wisst ihr was? Der Part ist jetzt gleich vorbei. Wir hätten jetzt noch 2 Minuten, aber die hänge ich euch beim nächsten Part wieder ran. Deswegen würde ich sagen, mache ich das hier erstmal Schluss. Wir schauen im nächsten Part hier rein, mal gucken, was wir da noch finden. Und dann sage ich jetzt Arrivederci und bis bald. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Ding, ding, ding. Tschüss. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spider-Man.